verliert die Scheibe an den Krähen. Tor! Hischier 1:0, fünfte Spielminute. Sechstes Saisontor, Sie sehen es eingeblendet, unter gütiger Mithilfe von Romain Löffel. Der sollte auch einen Assist gut geschrieben bekommen. Ach, so nachlässig gespielt. In der Position, in der der HC Lugano ist, sollten solche Spielzüge von Anfang an nicht in den... Immer noch McIntyre mit dem Wechsel und dann Linus Klaassen mit dem Ausgleich. Aber die Vorarbeit von David McIntyre war mehr als die halbe Miete. Dieser Pass über die Mittelachse. Dieser No-Look-Pass, sehen Sie sich das an. Er schaut gar nicht mal, wo Klaassen steht, David McIntyre. Der spielt diesen Pass einfach und ja, wenn Sie Linus eingeblendet, 4 gegen 4 Feldspieler auf dem Eis und Ambühl mit dem 2:1. Vierter Saisontreffer für das Davoser Urgestein und wieso lange rumfackeln, wenn es auch mit dem Kopf durch die Wand funktioniert. Ambühl mit Tempo durch die Mittelzone, wird überhaupt nicht attackiert. Die Luganesi viel zu defensiv. Situation, viel Platz für Ambühl. Der scheitert am Torkirchen. Herzog sagt Dankeschön. Fünfundzwanzigste Spielminute, der HCD kann seine Führung ausbauen. Nach diesem schlechten Wechsel. Herzog mit dem Zuspiel auf Ambühl, der scheitert an der Schulter von Zorkirchen. Und Herzog mit dem Abschaubar. Sollte hier Jung schnell weitergeleitet auf Kessler. Friener kommt mit und dann ist die Scheibe irgendwie im Tor drin. Da schien die Gefahr bereits gebannt. Aber Yannick Frehner darf trotzdem über das Tor jubeln. Das war wohl Romain Löffel, der mit einem Eigentor aus Sicht des Heimteams. Und es sind wirklich die Strafen, die das große Thema sind. Fünftes Tor. 57. Spielminute, Aaron Paluschai, der Amerikaner, macht fast schon sein obligates Tor im Moment. Super präzise der Abschluss aus dem Bulli-Kreis, direkt abgezogen ins hohe Eck.